Guten Morgen. Ja, heute ist Mittwoch, der 25. und somit unser zweiter Tag in Prag. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was gestern passiert ist. Ich dachte echt für einen Moment, ich höre auf mit YouTube. Es war so katastrophal. Ich habe vorgestern abends noch gefilmt. Abreise morgens. Bis hier Anreise, das, was wir gestern gemacht haben, bis abends, als ich quasi schlafen gegangen bin. Und ich habe gestern irgendwann schon gemerkt, dass plötzlich mein Handy Dateien gelöscht hat. Die waren auf einmal einfach weg, Videodateien. Und ich dachte schon so, hey, was ist los? Und mir wurde auch irgendwie angezeigt, Speicher voll, dies, das. Dann habe ich Dateien gelöscht, dass ich wieder Speicher habe. Und ich hatte wirklich so viel gefilmt und ich wollte euch so viel zeigen. Ich erzähle euch auch gleich noch was wir gestern gemacht haben. Ich habe Gott sei Dank noch Bilder. Auf jeden Fall hatte ich das Video geschnitten, wollte es hochladen. Bin dann schlafen gegangen, weil da stand, wird verarbeitet. Heute Morgen gucke ich, stand immer noch dran, wird verarbeitet, 4%. Ich dachte mir, hä? Kann ja nicht sein, die ganze Nacht. Und das Internet ist hier wirklich extrem schnell. Aber gestern auch beim Video speichern ging es so innerhalb von einer Sekunde. Ich dachte mir so, wow. Und dann habe ich heute Morgen geguckt. Und ich dachte mir so, hä? Und auf einmal war das Video nicht mehr da. In meinem Bilderordner auf dem iPhone gelöscht. Und ich so, what? Und dann habe ich geguckt, ich da im Zuletzt-Ordner zuletzt gelöscht und auch nichts mehr drin. Ich dachte mir so, scheiße, ich war fast am Ausrasten, wirklich. Und dann dachte ich mir so, was mache ich jetzt? Und wirklich, ich hatte euch so viel, ich habe die Kamera und man kann ja hier eigentlich gar nicht so richtig viel filmen, weil man muss wirklich aufpassen, dass einem das Handy nicht geklaut wird, weil hier extrem viel, also die Diebstahlrate ist sehr hoch. Und ich wusste heute Morgen vorhin echt nicht, was ich machen soll. Und dann dachte ich, okay, mir bleibt jetzt nichts anderes übrig, als euch davon zu erzählen und eben die Wahrheit zu sagen, weil rückgängig machen kann ich es nicht. Ich kann jetzt nicht die Anreise nochmal filmen. Und kann euch halt jetzt nur sagen, wie es ist und euch halt, wie gesagt, Bilder zeigen. Und Gott sei Dank sind wir jetzt noch heute und morgen hier und fahren erst am Samstag zurück. Das heißt, ich kann euch noch extrem viel zeigen und euch vielleicht auch noch mal ein paar Sachen reinbringen, die ich gestern eigentlich zeigen wollte im Vlog. Und es tut mir so, so leid. Ich bin nervlich schier. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich habe es nicht mal meiner Mutter erzählt, weil ich dachte mir so, nein. Oh. Auf jeden Fall, Prag ist wunderschön und ja, wir sind halt gestern, wie gesagt, hergefahren. Wir sind um 8 Uhr losgefahren morgens und wir haben so 5 Stunden gebraucht. Und dann sind wir hier, haben wir ein bisschen, also das Hotelzimmer kann ich euch nach Hause morgen auch nochmal zeigen. Haben wir uns halt, wie gesagt, ein bisschen ausgeruht. Dann sind wir in die Stadt gefahren mit der Bahn und ja, wie gesagt, da muss man halt aufpassen wegen Diebstahl und so. Da sollte man sein Handy oder die Kamera nicht so oft rausnehmen. Und dann waren wir auf so einem Turm oben. Da haben wir halt dann eine mega schöne Aussicht gehabt auf Prag. Und sind dann später auch noch in die Karlsbrücke gegangen und so ein bisschen in der Stadt rumgelaufen, in die Läden rein. Wobei hier Shopping jetzt eigentlich nicht so ein großes Ding ist. Also gibt es extrem viele Geschäfte, aber wegen Shopping sind wir ja nicht hergekommen. Und wir gehen auch morgen, heute oder morgen noch auf so einen jüdischen Friedhof, das werdet ihr auch noch sehen. Und eine Bootsfahrt wollen wir noch machen. Wir wollen abends auch mal noch auf einem Boot essen mit Live-Musik und ja. Ja. Und dann waren wir abends noch was essen. Es war richtig lecker. Und dann sind wir aufs Hotel zurückgegangen. Und da wollte ich dann wieder meinen Vlog beenden. Und hochladen und euch alles zeigen. Und jetzt sitze ich hier unten in der Lobby und erkläre euch davon. Oder erkläre es euch. Tja.
Deswegen schwätze ich jetzt mal nicht weiter und zeige euch noch ein paar Bilder.